Weiter geht's mit Dead Space 3, denn wir haben total gar keine Zeit, jetzt hier irgendwie die Zeit zu vertrödeln. Genau. Keep clear. Aha. Weil wir total gehetzt sind jetzt. Weil die dumme Fuhr hier einfach mal den Antrieb aktiviert hat. Geh wieder aus. Und Geronimo! Halt, 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 halt! Wo kommt da das Feuer her? Ah. Alles klar. Hey, ein Regenerativer. Junge, das ist Feuer! Das ist hier mindestens 10.000 Grad. Das sollte selbst dir irgendwie Schaden machen. Die Betonung liegt auf sollte. Startprotokoll wird eingeleitet. Bitte die Startkammer vollständig räumen. Bitte die Startkammer vollständig räumen. Wunderbar. Der ist gut durch. Ja, wahrscheinlich ein bisschen cross, aber. Ich hol mir weg, Alter. Aufzug. Ciao. Tschüss, ihr Flaschen. Ich glaube, für die Hitze habe ich eigentlich den falschen Anzug. So. Ciao. Uncool. Nur weil da Feuer aus dem Nichts kam. Fire out of nowhere. Und die ganze Szene noch mal von vorne. 1729 Schuss. Und der Krieg ist das Murmeltier und so. Mhm. War so ähnlich. Yay, verbrennt einfach. Ja, was ist gut mit dem Teil hier? Nein, das macht gar nichts. Desk durch. Ja, raus. Mir so. Schwer beim Maximum. Aktuell. So, erstmal muss ich mich um dich kümmern. Mhm. Dass du mir nicht auf den Keks gehen kannst. Dann kann ich hier abhauen. Startprotokoll wird ja, wir wissen es. Bitte die Startkammer vollständig räumen. Well da. Bitte die Startkammer vollständig räumen. Beginne was mit denkst du machen wir hier gerade? Aufzurufen. Aufzurufen und mich nicht von dem Typ überraschen lassen, der gleich hier kommt. Ja, was ich umdreht und sich denkt, nur mit dir will ich nicht mehr spielen. Ich versuche hier Suizid zu machen, sagt er. Du bist gemein zu mir. Ja, deswegen kann ich jetzt ins Feuer versuchen zu sterben, was nicht geht. Du warst das doch gerade eben. Wow. Ist deine Augen haben creepy geleuchtet. Feuer? Danke sehr. Habe ich hier mal gesehen? Also. Ich will nur die Mui. Und du kannst damit machen. Verriegelt? Ich halt das Ding in. Nein, lass mir noch einen Abgang machen. Komm doch weg von allem. Das Schleusentor klemmt. Wenn das Shuttle startet, bevor es sich öffnet. Verdammt! Okay, ich sehe mir den Antrieb an.
Das braucht ziemlich lang. Jetzt schon wieder hin. Hier runter. Ja, komm schon. Dafür, dass es eigentlich lediglich der Startprozess ist, dauert es aber ziemlich lange. Irgendwie ja schon. Und überall brennt es, warum auch immer. Ja. Vor allem, es brennt unendlich lang. Eine kleine Pause. Ich hab nichts gehört. Ich hab nicht gehört, dass da gerade wieder das Rundviech kommt. Das wäre total egal. Wow, 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 wow. Ich weiß, ich bin, Isaac ist ein heißer Typ und so, aber das ist ridiculous. Flugsysteme bereit. Systemcheck abgeschlossen. Schneller, Isaac! Du, 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 du. Yay! Da steckt was im Antrieb fest. Sieht nach militärischer Munition aus. Ich versuche es rauszuholen. Sprengstoff! Oh Gott, sei bloß vorsichtig, Isaac. Wie gut ich als erstes versucht habe, das Ding in die Luft zu jagen. Was zum... Oh. Isaac, der Shuttle wird jede Minute starten. Was ist mit dem Tor? Der Antrieb hakt immer wieder. Ich versuche ihn so schnell wie möglich frei zu bekommen. Aber die Nikos helfen nicht wirklich dabei. Aber die Waffe ist gut. Denn diese Untötbaren kann man damit töten. Ich mache hier ganze Löcher in die Rückwand. Ja, aber das sind die Untötbaren. Der finale Countdown hat begonnen. Isaac! Ich bin fast da! Das Scheißteil hat sich im Antrieb verkeilt! It's the final Countdown. Ich glaube, ich habe gerade den Antrieb gesprengt. Ups. Hoppala! Ups. Geschafft! Er hat geschafft! Gut gemacht! Gott sei Dank, Isaac! Okay, ich war's nicht! Dann bereiten wir die Dockingbucht mal auf das Shuttle vor. Isaac, wir sehen uns, wenn du zurück bist. Ali nicht schuld. Das lasse ich mir nicht in die Schuhe schieben. Autsch. Das ist Alter! Was? Die Viecher haben so eine Art Annäherungssensor. Glaube ich. Die reagieren darauf, wenn ich in die Nähe komme. Ach, hier haben wir Turrets. Homing Missile Viecher. So, jetzt nicht mehr. Mal gucken. Einmal drehen bitte. Danke sehr. Was haben wir denn hier Schönes? Einmal Sauerstoff. Dann Ehrenwandler und eine Kiste. Holy. Wer braucht das? Und Stase. Mal gucken, wo sind hier noch solche Viecher, die schießen? Wo kommt ihr her? Von da unten. Stirb. 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 So, und weil ich mal wieder total den Überblick verloren habe, wo muss ich hin? Dahin. Nein, du erwischt mich nicht. Ich bin zu schnell. Close. I'm too fast for you.
So, nix wie weg hier. So. Und? Wie sieht das Shuttle aus? Dieses Ding braucht mehr als nur Hüllenteile. Der Backbordantrieb fehlt. In der Nähe der Grizzly ist ein kleines Wrack. Könnte ein Shuttle sein. Das sollten wir uns mal ansehen. Rosen, Locke, machen Sie sich fertig. Sie kümmern sich um den Antrieb. Aber Sir, mein Bein schmerzt. Ich bitte Sie ja nicht, Kunststücke vorzuführen. Und jetzt Bewegung. Mann, okay. Ist Rosen, wir treffen uns dort. Wenn Sie sagen... Ja, du darfst doch gerne wieder auf den Boden der Tatsachen, Isaac. Ja. Was zum... Isaac? Okay. Was zur Hölle? Ich habe keine Ahnung. Ich lasse das mal unkommentiert. Moment mal, wir waren doch schon bei der Greeley. Das war doch das Optionale. Mhm. Also damals war es doch optional. Jetzt ist es anscheinend nicht mehr optional, sondern missionar. Alter, ich mag diese Sequenzen irgendwie. Ich weiß nicht warum, sieht cool aus. Mir ist besser als einfach ein Ladescreen hinzuhauen zum Beispiel. Verlassen. Bitte, danke sehr. Vielleicht komme ich jetzt auch endlich wieder da rein. Who knows? Das Ding hat ja das letzte Mal gesagt. Oh, du darfst hier nicht mehr rein. Ein paar Schabatsche brauchen. Ist er das? Hey, Sie wollten einen Antrieb? Hier haben Sie einen. Wird gehen. Ist doch scheiße. Genau wie unser Plan. Sind Sie immer so hilfreich? Hey, einige von uns wollen nach Hause, okay? Ich habe alle Leitungen und Wartungsrohre abgetrennt, aber keine Ahnung, wie wir das Ding hier wegbekommen. Ich sehe nach. Packen Sie Ihre Ausrüstung zusammen, damit wir das Ding zur Reparaturbucht bringen können. Muni. Ja, was muss ich jetzt machen? Für B. Das Ding, da muss ich hin. Also komme ich doch nicht an Bord. No. Hm. Was ist das denn? Ah. Das ist Sauerstoff. Portable Sauerstoff. So und... Ja. Na, was machst du so? Also ich hänge hier nur so ab. Jetzt mal einfach. Soll ich irgendwo Chinese? Nö, nicht wirklich. Da. Ah. Das ist cool. Mhm. So. Schaffen Sie alles weitere allein? Ja, Clark. Ich bin kein Idiot. Und lassen Sie die Einspritzer fest einrasten. Ich will nicht, dass Sie sich mitten im Flug lösen. Arschloch. Okay, Leute, ich habe den Antrieb. Ist alles bereit? Naja, nicht ganz. Wir werden wie Lilliputaner im Zirkus hin und her gestoßen, wenn wir versuchen, ohne Kurs durch die Atmosphäre zu navigieren. Und wenn wir die Flugschreiber aus diesen verlassenen Schiffen nutzen? Ja, stimmt. Wir könnten eine der Routen rekonstruieren, die sie genutzt haben. Ich suche außerhalb der Roanoke. Halten Sie Ausschau nach kleinen Satelliten mit 4 abstehenden Solarmodulen. Satelliten mit Solarmodulen. Alles klar. Was? Aua. Du. Stirb. Du ebenfalls. Ah, da, 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 da. So.
geht mir nicht auf den Keks. Ja. Wenn ihr doch wagt, dann kriegt ihr was auf der Omme. Gucken, wo muss ich jetzt hin? Da. Hallo. Dann mal Top Speed. Damit wir den Part beenden können, ohne zu ersticken. Ach was. Hast du noch genug Sauerstoff? Düsenantrieb, Isaac. Der schnellste Überschall Isaac, den es gibt. So, dann mach mal beim nächsten Mal hier bei der Roanoke weiter. Bis dahin, see ya, Leute. Ciao.